Was bisher geschah. Und so geht's weiter. Ich nehme mir mal kurz alles. Ja. In Ordnung. Ich darf noch genau zwei Gegenstände mitnehmen. Ich glaube, ich muss ein paar Sachen mal zwischendurch hier lassen. Ich sehe es kommen, auf mich zukommen. Wir speichern. Lief ganz gut. Es war jetzt auch nicht so schwer. Oh Gott. Oh, schick. Das ist also Lyrium in Stein. Das ist ja interessant. Wir müssten doch ziemlich vergiftet werden, wenn wir hier langlaufen. Zumindest die anderen. Ich weiß nicht, vielleicht sind wir ja was Besonderes. Aber ich habe so verstanden, dass Lyrium ein bisschen Ballaballa macht, wenn man nicht gerade Zwerg ist. Ja? Goddammit. Oh. Ich werde es tun. Ja, oh. Fuck. Ja, das tat weh. Gruppenheilung ist vielleicht eine gute Idee. Könnt beide mal kurz einfrieren, das wäre super. Ich bin viel zu alt dafür. Habe ich mich echt selber jetzt weggenannt, ich Idiot. Nein. Sieh uns mal an, wie deine Organe aussehen. Ja, ist eine gute Idee. Habe ich ihn auch getroffen? Alles klar. Gut, er ist auch gleich tot. Ja, die Viecher sind schon gewaltvoll. Vor allem, wenn sie Steine nach dir werfen. Sollte man vielleicht nicht mit den Zähnen auffangen wollen. Nur so eine Idee. Für alle, die das Spiel noch spielen wollen. Macht nicht Spaß. So, wetten, ich muss die Scheißfalle hier wieder auslösen, weil ich ja keinen habe, der Fallen abschaffen kann. Natürlich. Okay. Ich habe eine Falle ausgelöst. Und es ist nichts passiert. Nächste Falle? Okay, nein. Nein! Oh, schön, dass sie sich gegenseitig beschmeißen. Ja. Fuck you! Mistvideo! Es ist auch super genial, dass wir uns auf verschiedene Viecher konzentrieren. Nieder mit dir! Hier, Feuerball! Wenn ich alle damit umschmeiße. In Ordnung. Aber oh. Oh Gott. Oh Gott, Organ. Das ist deine Strafe. Siehst du? Siehst du? Alles gut. Sieht viel einfacher aus, als es ist. Aber fast ein Goldprofi. Holy shit. Was? Okay, das war nur sie. Alles gut, wir leben noch. Darf ich speichern? Danke. Weißt du? Geht's mir nicht so gut? Es wird gespeichert. Wie schön. Und noch. Oh, das sieht ja schön aus. Das sieht ja wirklich schön aus. Holy fuck. Schick. Könntest du das scheiß Teil grün wegmachen, damit es nicht so schimmert, wenn ich nach oben gucke? Hölle. Okay, vergessener Geist. Was ist das für ein Teil? Was muss ich damit machen? Es grinst mich so komisch an. Ich fühle mich zumindest sehr angegrinst, wenn ich ehrlich bin. Was ist das denn? Sich alle einzeln killen? Wie schaffen es meine Begleiter nicht, das anzugreifen, was ich angreifen möchte? Es wäre schön, wenn wir uns alle auf dasselbe konzentrieren könnten. Und du musst ja eigentlich gar nichts angreifen, aber ich... Wird erlebt. Muss ich das jetzt jedes Mal einzeln machen? Bitte stirb. Was ist das? Ja, irgendwie greifen sie nicht so richtig was an. Was? Ergib dich, solange du noch kannst! Okay, sie wollen das Teil in der Mitte angreifen, was ich nicht mal anklicken kann. Ist ja interessant. Gut, weißt du was? Du kannst ja hier angreifen. Oh, Geisteramboss. Warte mal. Bereit. Das ist schon nicht vorbei. Wenn es sein muss, werde ich kämpfen. Oh, okay. Ich habe es erlebt. Was zur Hölle? Tue ich hier. Ich glaube, ich verstehe. Okay, er weint gut. Jetzt greift es mich an. Aua. Alles erleben. Aha, aha. Warte, warte. Er weint Blut, er weint gar nicht mehr. Das heißt, wir greifen jetzt alle mal den da hinten an. Und nicht das Vieh, was wir hier sowieso nicht angreifen können. Du auch bitte.
Ja, das ist jetzt ein bisschen schwieriger, aber ich habe wenigstens verstanden, was ich tun muss. Mit euch zu reisen ist wirklich aufregend! Er ist weg. Ah, ich habe nur eine gewisse Zeit. Okay, ich verstehe. Ergib dich, solange du noch kannst! Dann bitte alle auf den hier. Ich fände es doch ganz schick, wenn wir erstmal zwei aus dem Weg räumen könnten, weil die Viecher greifen uns ja sowieso nicht an. Du und du greifst auch den hier eher an und du sowieso den hier. Ich werde es tun. Was ist mit Alistair? Warum greife ich das Ding da an? Hör auf, es tut weh. Genug! Ein Problem weniger und ich habe es geschafft. Ja, ja. Selbstverständlich. Ah, Alistair. Mann, ey. Jetzt wüsste ich gerne nochmal die Tastenkombination, wie man gemeinsam einen Feind anvisiert. Oh, das wäre so schön. Oh, ich wäre so glücklich. Es ist so niedlich, wie du immer weitermachst. Wirklich. Okay. Den brauche ich eigentlich gar nicht killen, weil es dreht sich jetzt eh gleich. So ja, wusste ich doch. Kannst. Geht es nicht ohne das Töten? Ach, wirklich? Ja. Hier, alle auf ihn. Alle auf fucking ihn. Warum greifst du den nicht an? Warum steht er nicht greifbar? Wir müssen kämpfen. Gut. Na gut, er macht's jetzt. Du bist vielleicht ein bisschen versetzt, aber du bist so Go. Aber selbstverständlich. So, das nächste. Hierhin und du hierhin und du bitte auch hierhin. Ist ja ein bisschen ungünstig, ne? Ja. Fertig. Dann los! Oh! Seine Lache. Ja, so. Das ist so schön. Es macht mich so glücklich, ihn lachen zu hören, den Orkel. Ich habe es erledigt. So. Möchtest du wirklich von einer alten Frau greift er das Ding echt an und macht Schaden? Er macht da echt Schaden. Gut, dann nur noch den Typen hier. Meine Magie wird kurzen Prozess mit ihnen machen. So. Du greifst den an. Du auch. Und wenn wir schon dabei sind, kannst du auch nochmal draufhauen. Und dann ist das hier gleich vorbei. Hallo? Ich habe euch gerade gesagt, ihr sollt die angreifen. Ich bitte euch. Könntet ihr tun, was ich euch sage? Dankeschön. So. Sehr schön. Bam. Ja, so ist es richtig. Bam or not to bam. Okay, das war's. Das war die Falle. Da hinten liegt Schutt. Ich möchte den Schutt haben. Dürim Ada. Okay. Ich hätte auch mal meinen Mana hier auffrischen können. Aber was soll's. Ah, da fühlt man sich gleich wieder frisch. Gib mir den Schutt. Dass ich dafür nicht mal was bekommen habe, finde ich jetzt ein bisschen traurig. Genau. Geilen Loot so oder wird so. Es geschehen. Inventar ist voll. Jetzt wird's schwierig. Ja, die möchte ich zerstören. Ich weiß nicht, ob die Seelenfresserbomben nicht tatsächlich auch Geld bringen. Aber die dämlichen Balsame kommen einfach mal weg. Ich glaube, das Ausrüstungszeug bringt mir mehr als Balsame und Bomben und sonstiges. So rein, weil es Verbrauchsgegenstände sind und so. Oh ja, speichern ist eine gute Idee. Danke, Spiel. Hallo? Nächstes Rätsel? Ich bin guter Dinge. Was zur Hölle? Wartet da auf mich? Zu viele Stein-Golems. Und ganz viel Lyrium-Ader. Oh Gott. Mein Name ist Carradine. Ich möchte mich gar nicht daran erinnern. Aber früher war ich für die Zwerge von Orsamar ein Paragon. Wenn ihr zum Amboss wollt, müsst ihr euch meine Geschichte anhören. Sonst wiederholt sich alles. Okay. Carradine, wie in der Carradine von Carradines fucking Kreuzung? Ich verschwund mich damit, ich brauche den Amboss, um mich mit Branka zu verhandeln. Ihr wollt also etwas wie der andere auch. Es ist tatsächlich der motherfucking Carradine. Ich habe zu meiner Zeit vieles hergestellt, aber berühmt gemacht und mir meinen Status verschafft, hat mich ein einziger Gegenstand. Der Amboss der Leere. Ich konnte damit Männer aus Stahl oder Stein erschaffen
So beweglich und klug wie die besten Soldaten. Als Armee waren sie unüberwindlich. Aber ich habe niemandem erzählt, um welchen Preis. Kein Schmied, wie begabt er auch sein mag, kann Leben erschaffen. Damit meine Golems lebten, musste ich ihr Leben von woanders hernehmen. Ja, aber ganz ehrlich, das wissen wir ja schon. Das haben wir ja schon irgendwo gelesen. Ich weiß gar nicht mehr, in welchem Zusammenhang, aber das wissen wir auf jeden Fall. Es muss doch jemand aufgefallen sein, dass immer mehr Leute verschwinden und immer mehr Golems kommen. Weißt du, man muss doch sich da denken, wo ist eigentlich mein Sohn hin? Habe ich schon seit 3 Wochen nicht mehr gesehen. Aber der schicke Golem da draußen vor der Tür, der ist nett. Gut, dass wir Caridon haben. Hä? Ich meine, der hat ja unglaublich viele Golems hergestellt. Die wird er ja nicht... Also, irgendjemand... Weißt du? Aber na gut, eine grässliche Abkürzung. War es das wert? Klingt nach Blutmagie. Ein gefährlicher Pfad. 10 Fuß groß und unüberwindbar. Da kann ich mir schon was vorstellen. War es das wert? So sprach mein König. Ich wollte nur Freiwillige benutzen. Aber damit war er nicht zufrieden. Und schon bald gab es hier Ströme von Blut. Irgendwann hatte ich genug und weigerte mich. Also brachte Valtor mich als Nächsten auf den Amboss. Ah. Also habt ihr ihn weggesperrt, oder man hätte Verwendung dafür. Nein, ich glaube nicht, dass ich möchte, dass sich das wiederholt. Und jetzt wollt ihr Rache? Klingt, als hättet ihr das verdient. Hat er das verdient? Irgendwie schon und irgendwie auch wieder nicht, weil er sich ja eigentlich geweigert hat? Bei Freiwilligen das so anzutun, ist immer noch scheiße, weil wir wissen ja, dass er denen nicht vorher exakt gesagt hat, worauf sie sich einlassen. Von daher kann man da jetzt freiwillig... Aber er hat zumindest einen Ansatz in die richtige Richtung getan und... Und jetzt wollt ihr Rache? Nicht Rache. Der Schlag des Hammers hat mir die Augen geöffnet. Meine Schüler wussten genug, um aus mir zu machen, was ich jetzt bin. Aber sie konnten keinen Kontrollstab anfertigen. Darum behielt ich mein Bewusstsein. Seitdem sind wir hier und ich habe einen Weg gesucht, den Amboss zu zerstören. Aber ich kann es nicht selbst tun. Kein Golem kann ihn berühren. Nein! Der Amboss gehört mir! Niemand nimmt ihn mir weg! Ihr, bitte! Helft mir, den Amboss zu zerstören! Lasst ihn nicht noch mehr Seelen versklaven! Ehrlich gesagt, ihr wart ein Paragon. Ich helfe euch, wenn ihr einen neuen König unterstützt. Ich brauche ihn, um mit Branka zu verhandeln, nicht um Golems herzustellen. Warum sollte euer Schuldgefühl meine Pläne aus dem Tritt bringen? Ich kann das nicht gutheißen. Was denn mit diesem Amboss wieder geschehen wird. Und ich habe ja schon gesehen, dass Bronca nicht wirklich Skrupel kennt. Das heißt, sie wird sich wahrscheinlich noch nicht mal überlegen, ja, wir nehmen nur Freiwillige. Sie wird einfach sagen, oh, wir versklaven alle. Die haben einen Kontrollstab, das heißt, das eigene Bewusstsein geht flöten. Nicht so wie er hier. Und nicht so wie bei Shale, interessanterweise. Shale hat ja eigentlich ein eigenes Bewusstsein. Obwohl auch erst, seitdem der Stab kaputt ist. Also von daher, nein. Ich muss tatsächlich ihm sagen, ja, ihm unterstütze ich. Selbst wenn er dabei drauf geht und ich zurückkomme mit leeren Händen, weil Branka dann auch tot sein wird. Aber es ist egal. Ich helfe ihm. Hört nicht auf ihn. Er ist seit 1000 Jahren hier gefangen und völlig wahnsinnig. Verhelft mir zu dem Amboss. Dann werdet ihr eine Armee bekommen, wie es noch nie eine gegeben hat. Branka, du verdammter, verrückter Nackschwanz. Bedeutet dir das Ding so viel, dass du nicht siehst, was du geopfert hast, um es zu bekommen? Seht euch um. Sollte so etwa unser Reich aussehen? Ein zerfallener Tunnel, vollgespuckt von der dunklen Brut? Der Amboss bringt uns unsere Pracht wieder zurück. Der Amboss versklavt lebende Seelen, er muss zerstört werden. Ja, ja, finde ich auch. Sorry, aber nee, also nicht um jeden Preis, irgendwie nicht. Das ist so, wie was sie gemacht hat mit ihrem Haus, nur um hierher zu kommen, hat sie die alle dem Fraß vorgeworfen und noch Schlimmeres aus ihnen gemacht. Und nein, 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 nicht um jeden Preis. Danke. Euer Mitgefühl beschämt mich. Nein, ihr bekommt ihn nicht. Nicht solange ich lebe. Branka, wirf für diese Sache nicht dein Leben weg. Sie ist nicht mehr die Branka, die ihr kanntet. Tretet beiseite. Seht ihr nicht, dass sie gefährlich ist? Wir müssen den Amboss zerstören, Branka.
Wir müssen den Amboss zerstören, Brinker. Dann gebt ihr das verdammte Ding doch! Sie ist verwirrt! Wenn sie sich beruhigt, können wir vielleicht mit ihr reden. Ich bin nicht gewillt, dieses Risiko... Oh Gott, krieg ich den gleich gegen mich? Ich bin nicht gewillt, dieses Risiko einzugehen. Sie ist besessen und kann nicht mehr davon erlöst werden. Also gut, Organ, wir geben ihr eine Chance. Nein? Ich bin nicht... Sie ist besessen und nicht mehr davon gelöst werden? Ha, ihr seid hier nicht der einzige Meisterschmied, Carradine. Golems, gehorcht mir! Angriff! Oh, shit. Ein Kontrollstab! Aber ihr müsst mir helfen. Alleine kann ich sie nicht aufhalten. Ich weiß gar nicht, was ich tun muss. Oh, da habe ich mich einfach umgedreht? Von einer Sekunde auf die andere? Könnten wir uns nicht einfach friedlich einigen? Ja? Nein. Nee, ich glaube, friedlich einigen wollen wir uns nicht und können wir uns auch gar nicht. So, die tut mir leid, aber die sind mir jetzt einfach mal egal. Ich muss hier mal einen Sturm gerade errichten. Der Amboss wird mein sein! Ja, der eine Sturm. Und dann hauen wir hier einfach mal mitten rein. Ihn kann ich ja gar nicht schaden. Aber selbstverständlich. Könntest du aufhören, den armen Ogryn anzugreifen? So wird es geschehen. Das finde ich nicht gut von dir, Brunga. Ihr wisst nicht, wozu ich will. So ist Wein. Bleib schön da. Geschehen. Hat sie sich gerade geheilt? Was soll das? Nimm doch mal kurz ein Schlückchen davon, von dem Wundumschlag. Ich renne mal ganz kurz zu so einem fucking Lyrium-Ding. Und denke mir jetzt, lass mich bitte in Ruhe. Goddammit, sie war doch... Oh Gott, oh Gott. Oh, das war knapp. Könntest du mich bitte in Ruhe lassen? Könntest du die vielleicht einfach mal angreifen, ganz ehrlich? Wo ist sie denn? Ach da. Greif sie an. Nimm sie mir weg. Gut. Ist die nervig. Und wir haben... Den einen habe ich offensichtlich schon umgebracht. Den anderen komischen... Oger, nicht Oger. Ach, du weißt, was ich meine. Genau so wird es geschehen. Wieso friert sie verfickt normal nicht ein? Doch, sie friert ein. Okay. Okay. Gib mir Second. Caste die Scheiße, bitte. Oh Gott, aua. Er ist tot. Er ist noch nicht tot. Sie ist weg. Sie holt sich einfach die... Was? Oh, mehrere Brunkers. Ich bin sofort wieder da. Ich muss mal kurz Lyrium tanken. Warte. Das ist wie Spinat für Popeye. Oh, scheiß wie du. Genau so wird es. Das ist die richtige Brunker, oder? Ah, es gibt mehrere Brunkers, die alle wie die richtige aussehen könnten. Nein, es gibt nur die. Genau so wird es. Du blöde Bitch. Nur ihr, wenn ich es tun muss. Geh mal nicht in die Nähe. Nein. Oha. Oh. Und jetzt ist er auch tot. Nein, ich kann gar nicht. Wie ihr wünscht. Wollen wir nicht Ogryn? Möchte er nicht vielleicht irgendwie was sagen dazu, dass er gerade dazu beigetragen hat, dass seine Frau tot ist? Ich möchte die kurz looten. Mächtiger Lyrium-Trank, starke Verletzungsausrüstung. Brunkers Schild. Schaden gegen... Oha. Aha. Das kann ich alles nicht mitnehmen. Also nicht alles davon kann ich mitnehmen. Viel besser so rum gesagt. Nehmen wir das raus. Schwache Wärme. Schwaches Elixier der Erdung. Dämliche fucking Geisterscherbe. Kann ich jetzt alles mitnehmen? Ja, tatsächlich. Lecker. So, gibt's hier noch irgendwas? Oh. Das kann ich mir zumindest angucken. Ja, wir machen gleich weiter. Ich will auch speichern kurz. Es war ein harter Kampf. Genau so wird es geschehen. Du siehst eine große Steintafel, irgendwann schon sehr alt, mit zahlreichen zwergischen Runen, die in die Oberfläche eingraviert sind. Die Steintafel genauer untersuchen. Die Schrift ist zwergisch. Es scheint eine lange Liste von Namen zu sein. Jeder davon mit dem Siegel eines Hauses daneben. Einige Häuser erkennst du. Unterhalb der Liste steht geschrieben, um diejenigen zu ehren, die sich geopfert haben, verewigen hiermit ihre Namen. Die Gravuren sind tief genug, um einen Abrieb anzufertigen, damit die Informationen woanders jemanden zeigen kannst. Orim, was ist das? Was wisst ihr darüber? Namen. Eine lange Liste von Zwergen. Moment. Um diejenigen zu ehren, die sich geopfert haben, verewigen wir hiermit ihre Namen. Da furzt mir doch einer ein Schlaflied. Es ist eine Gedenktafel für alle Zwerge, die Golems geworden sind. So muss es sein.
Wenn wir das zur Halle der Bewahrung nach Orsama zurückbringen könnten, würden die sich die Hosen braun freuen. Oder Gold dafür bezahlen. Oder beides. Okay, ein Abrieb der Steintafel anfertigen. Mal davon abgesehen, die alten Runen befinden sich jetzt auch auf mehreren Bögen Papier, die du in deinem Gepäck verstaust. Ich würde es gern Shay zeigen, tatsächlich. Neue Quest, Golem-Registrierung. Bäh, nee, das wollte ich gar nicht. Du hast einen Abrieb der Golem-Registrierung angefertigt, die du in der Nähe des Amboss der Lehre gefunden hast. Orgrim meinte, der Bewahrer sei bestimmt daran interessiert und würde vermutlich gut dafür bezahlen. Ja, sicher auch ein, aber Shay, Freunde, die muss ja da mitteilen. Man kann ja nur mit dem Amboss der Lehre Golems erschaffen. Golems, nicht Ura. Übrigens, jetzt fällt es mir auch wieder ein. Von daher müsste Shay mit Namen da draufstehen. Ah, gut.